Servus beim aktuellen Vitaltipp. Wir beschäftigen uns oft damit, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was kann ich probieren und. Aber Achtung, ganz, ganz wichtig. Wir haben vor kurzem ein ganz lässiges WhatsApp gekriegt und das möchte ich dir gerne vorlesen. Keiner von uns kommt lebend hier raus. Also hört auf, euch wie ein Andenken zu behandeln. Esst leckeres Essen, spaziert in der Sonne, springt ins Meer. Sagt die Wahrheit und tragt euer Herz auf der Zunge. Seid albern, seid freundlich, seid komisch, für nichts anderes ist Zeit. Sagt der Anthony Hopkins. Das ist eine coole Socke, oder? Und genau so ist es. Man darf dem allem nicht zu viel Wichtigkeit geben. Man muss locker bleiben, man muss eine Gaudi haben, man muss einmal über die Stränge schlagen. Man darf jetzt nicht zum Gesundheitsapostel werden. Weil es kennt vielleicht selber so leid, die sich extrem um die Gesundheit Sorgen machen und beschäftigen, die Leute sind meistens nicht so gesund. Also man muss aufpassen, dass man aus dem Gesundheitsthema nicht eine Matura macht. Weil nachher macht man den einen Pol, die Gesundheit tut man extrem stärken, also wird groß im eigenen Bewusstsein und die Natur gleicht alles aus. Das heißt, wenn wir die Gesundheit zu sehr stärken, nachher stärkt das Leben den Minuspol, also die Krankheit. Drum, wir müssen immer wieder die Mitte suchen, immer wieder das ausgleichen, locker bleiben, eine Gaudi haben, uns nicht zu viel Gedanken machen über das Thema Ernährung. Schon Gedanken machen, aber nicht zu viel. Ein Auto gehört regelmäßig putzt und gereinigt. Aber wenn ich es jeden Tag putze und jeden Tag drauf hocke und jeden Tag eine Mordsgeschichte drum mache, dann macht es auch keinen Spaß mehr. Es ist die Mitte. Wie funktioniert mein Körper? Was tut mir gut? Und dazwischen aber Raum schaffen für andere Sachen auch. Das war heute der Vitaltipp. Ich freue mich schon bis zum nächsten Mal. Vierte Servus, mach's gut.